Es geht weiter mit Let's Play Mario und Luigi Paper Jam Bros. Und guckt euch mal diese Karte an, denn es ist im letzten Part so einiges passiert. Denn wir sind jetzt im Himmel. Bowser hat sein Schloss zum Schweben gebracht. Scheinbar wollen die beiden Bowsers sich nun gegenseitig so ein bisschen ausspielen. Die beiden wollen sich scheinbar gegenseitig verraten und ihre eigenen Pläne in die Tat umsetzen. Das Schloss von Peach wurde komplett zerstört. Und wir haben jetzt scheinbar, wir spielen ja gerade scheinbar das Finale von Code Geass nach. Aber na gut, das war nicht das erste Mal, dass was passiert ist, denn Bowsers Schloss ist schon öfter mal abgehoben. Denn Superstar Saga hatte nämlich auch Bowsers Schloss geschwebt. Da war das so eine Art Flugfestung, die wurde aber nicht von Bowser genutzt, sondern von Luke Miller. Im zweiten Teil war Bowsers Schloss eigentlich gar nicht von so hoher Bewandtnis. Ich glaube, das gab es nur einmal am Anfang und ich glaube, viel ist auch nicht passiert. Ansonsten, im dritten Teil... Ach doch, nee, im dritten Teil konnte auch Bowsers Schloss fliegen. Stimmt. Das wird irgendwie... Also irgendwie wird es gerne genutzt und im vierten Teil auch. Aber ich glaube, wir haben gegen den noch gar nicht gekämpft, deswegen machen wir das mal. So, sehr schön. So. Also wirklich einiges ist passiert und... Muss ich noch früher drücken? Oder was? Ach, ach so, der kann auch noch antäuschen. Ja, okay, jetzt habe ich langsam raus, was die von mir wollen. Ach, was mache ich da? Wir haben ja noch volle KP. Ich habe es jetzt nur so aus Gewohnheit schon gemacht. Ich würde sagen, ich springe einfach mal drauf und mache dann gleich mal eine Feuerblume. Sind ja alle aus Papier, das tut ihnen ja immer so schön weh. Ja, der täuscht immer noch an. Egal, einfach immer wieder entsprechend draufhauen, wenn das Timing zustimmt. So. Und jetzt gibt es erstmal eine Feuerblume und das sollte die alle ordentlich rüsten. Denn das ist ja immer ziemlich effektiv gegen solche Papiergegner. Was auch Sinn ergibt. Also, wie gesagt, ich habe mich ja immer etwas beschwert, dass der Plot so mega gar nicht vorhanden ist eben. Oh, nice. Aber jetzt kam dafür so viel Plot auf einmal, der das vielleicht so ein bisschen ausgleichen sollte. Auf jeden Fall scheint jetzt schon einiges mehr abzugehen. Und wir sollen jetzt zum Spiegelbildberg kommen. Denn Toadette meint, die hat da voll die geile Idee und irgendwie sowas, wie wir dann zu Bowsers Schloss hinkommen. Nur wir kommen da nicht mehr so leicht hin wie sonst immer, weil hier überall so Papiergelände ist, was uns den Weg versperrt. Und haben wir dich schon mal besiegt? Oder selbst denn, die Kämpfe werden jetzt eh ein bisschen anders sein, weil die jetzt auch alle einen höheren Level jetzt haben. Aber wir haben jetzt wirklich so ziemlich jedes Mario, so jede typische Mario Bros. Welt hier gehabt. Wir hatten jetzt so diese typische Graswelt gehabt, wir hatten eine Wüstenwelt. Oh Gott! Also bei dem normalen muss ich schnell schlagen und danach erst mit dem Papier. Papierhammer mich da auf Raum kümmern. So, nehmt das. So. Oh, wie schnell! Also die haben doch einige neue Tricks gelernt. Die haben so ihre Tricks. Ne, versteht ihr? Auf jeden Fall sollen wir zum Spiegelbildberg, denn da hat Toadette so einen kleinen Plan. Nur, wir müssen dafür erstmal wieder durch den Zwielichtforst, aber da kommen wir nicht so leicht durch. Oder beziehungsweise so leicht hin. Müssen wir so einen kleinen Umweg über die Wolken nehmen. Sonst eine Wüstenwelt gab es, wir haben so eine Strandwelt, eine Eiswelt. Obwohl man kann sagen, Eis und Gebirge sind so in einem. Also, ach man, ach genau, wenn der hochspringt, dann darf man ja nicht, dann darf man selbst nicht springen. Ich erinnere mich wieder. Level 27 sind die. Haben wir uns schon wieder eingeholt. Mann. Aber wir haben auch schon fast Level 27 erreicht. Und ich glaube, dann kriegen wir auch unseren neuen Rang, ne? Oder war das jetzt ein Level später? Ansonsten... Okay, da waren wir auch schon so weit.
Aber ich denke mal, das ist doch soweit der richtige Weg. Ja, vor allem hier die ganzen Pfeile, die weisen ja nur darauf hin. Dann machen wir mal weiter hier. Vor allem, wer hat diese Holzblöcke hier aufgestellt? Überall diese Dinger. Der zeigt nach unten, der Pfeil. Aber was gibt's denn hier sonst noch? Da geht's auf jeden Fall nach unten. So. Colorhose. Was kann die denn? Vor allem, für wen ist die? Paper Mario? Nee. Revanchehose Plus. Wo ist sie denn? Colorhose? Hä? War die jetzt doch hier? Ach da! Keine besonderen Effekte. Aber ist es besser als unsere jetzige Hose? Oh ja. Ja, wohl bei minus 20 KP. Obwohl, ich gebe ihm die trotzdem. Weil KP sind bei Paper Mario ja gar nicht mal so wichtig. Aber der Bartwert ist bei ihm wichtig. Und ich würde sagen, wir werden jetzt auch endlich mal ganz kurz die ganzen Bohnen verteilen. Denn da haben wir so viel von. Ich gebe jetzt mal Mario was und Lord Luigi nochmal 3. Ruderbohnen. Gebe ich dann nochmal so eine und die restlichen dann noch an Mario. Kraftbohnen. Oh, alles an Mario. Alles. Abwehrbohne. Ja, obwohl Mario kann auch ruhig ein paar von haben. Paper Mario hat wirklich sehr viel Abwehr. Mario. Dass der immer schön auch anfangen kann. Dass die Gegner uns nicht einholen. Die alle an Paper Mario. Man muss ja auch wissen, der Bartwert, der war ja früher anders. Der hat ja nämlich früher nur bewirkt, dass man mehr Angebote im Laden bekam. Und jetzt ist er eben dafür da, dass man diese tollen Treffer hat. Also praktisch so eine Art Glückswert. Weil ich jetzt gerade, in welchen Teilen war das? Ich glaube, das galt jetzt nur... Galt das noch für Bowser's Inside Story? Also ich weiß, bei Dream Team Bros. Wurde das auf jeden Fall schon abgeändert. Partners in Time war das, glaube ich, auch noch für Angebote. In Superstar Saga auch. Auf jeden Fall hatte das früher einen anderen Wert noch gehabt. Und ich werde jetzt einfach mal strikt den Pfeilen folgen. Weil ich habe das Gefühl, wenn ich mich da fallen lasse, da hinten, dann komme ich nur irgendwo raus, wo ich dann wieder den ganzen Weg zurücklaufen muss. Und da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Aber wie viel Geld es hier gibt. Wow. So. Dann... Obwohl, ist hier noch was. Ne, hier waren wir schon überall. Vor allem die Gegner geben jetzt auch nicht so viele Erfahrungspunkte. Dann mal runter da. Und tatsächlich, wir sind an unserem Ziel. Aber zuerst einmal hier runtergraben. 5 Ultrasirupe. Hat sich denn jetzt hier noch einiges verändert? Ansonsten können wir jetzt ja da oben rein. Da ist auch wieder so ein Trampolin, das zum Himmel führt. Oh ja, das ist ein Block. Ach, den hatten wir aber schon mal aktiviert. Na gut, dann hält uns nichts mehr auf. Dann auf zum Zwielichtforst. Zwielicht. Ja, natürlich Zwielicht. Nicht Zwielicht. Nee, Pokémon und so. Der wirkt aber auf jeden Fall ganz anders. Hier sieht es düsterer aus als vorher. Na gut, vielleicht passt da doch noch Zwielicht. So, als könnte in jedem Moment etwas aus der Dinkelheit heraus überfallen. Oh, da passiert es schon. Das sind nur noch Fledermäuse. Ach, Luigi. Ich weiß ja, dass es gruselig ist, aber wir müssen diesen Wald durchqueren. Wenn wir zusammenbleiben, schaffen wir das schon. Ja, gut. Ich hoffe, dass Luigi nicht die Nerven verliert. Ach, da muss ich mir überhaupt keine Sorgen machen. Schließlich haben wir 2 Marios. Das habe ich gehört. Ja, ist gut. Auf jeden Fall Buhus gibt es hier. Ah, Buhus sind manchmal auch ganz interessante Gegner gewesen. Der ist ja auch schon einer, vor allem Paper-Buhus. Die werden ja auf jeden Fall nochmal interessanter. Ah, okay, das ist doch nicht so wie ein Superstar-Saga. Da war das nämlich so, dass die... Ach Gott, das hat ja was von Super Mario World. Was muss ich denn jetzt genau machen? Hä? Was? Was wird jetzt da erwartet?
Ich hab's jetzt nicht verstanden. Was ich aber weiß, du kriegst jetzt erstmal hier einen Bomben-Derby ab. Also ich darf nicht hochspringen und irgendwann mal macht er da so einen Angriff und dann muss ich wohl springen. So, ich hoffe, es hat gereicht. Oh, perfekt. 320 Schaden. Ja, die geben auch nicht so viele Erfahrungspunkte. Geben alle so wenig. Na komm, machen wir dich auch mal fertig. Den Gegner kennen wir jetzt ja noch gar nicht so gut und wie man sieht, kann man den ja schnell umhauen. Okay, 3-3. Okay. So, okay. Gut, hab's verstanden. Dann gebt mir mal mehr Erfahrung. Und ich kann ja auch wieder meine ganzen Paar-Attacken spammen, denn ich kann ja da drüben immer mit meiner BP wieder auffüllen. Da ist das ja überhaupt kein Problem. So. Gut. So, perfekt. Nice. Und tot. Hat jetzt nur leider nicht so viel mehr gebracht. Okay. Irgendwas für Paper Mario. Kann nur... Achso, nur er kann da durch. Aber eine nette Sache mit diesen Spinnennetzen. Und jetzt gehen bestimmt die Ranken da rein. Oder diese Speere. Ah, so. Ah, gut. Und wieder zurück. Auf jeden Fall wird das Gebiet hier nochmal ein bisschen interessanter, als es schon vorher war. Ja, davor war es halt normaler Wald, ne? Mit Wicklern und allem, was man so kennt. Ja, komm. Dich hauen wir auch mal um. Vielleicht ist er jetzt ja auch schon anders drauf als sonst. Denn auf einem höheren Level sind die Gegner ja eh auch teilweise mal stärker. Level 28 sind die schon, was? Ja gut, ich habe jetzt gerade auf der Himmelsebene gegen niemanden gekämpft. Oder gegen fast niemanden. Vielleicht hätte ich da auch ruhig mal ein bisschen mehr noch was rausholen sollen. Aber so müssen wir eben auch mal ein bisschen Skill zeigen. Kommt immer näher. Haha, und dann kommt er so nah dran, dass wir dann offen drauf können. Und dich hauen wir so erstmal um. Nehmen das und das und das. So. 90 Schaden. Einfach so ohne Paar-Attacke. Das ist wirklich nice. Ah. So, perfekt. Einfach draufhauen. So. Gut. Oh, die geben aber schon deutlich mehr Erfahrungspunkte. 280. Dann gehe ich mehr auf die los. Und immer schön hier heilen. Und noch ein Buhu. Ich lasse die Kämpfe jetzt auch erstmal drin, weil die gehen ja ganz gut von der Hand. Und ich habe jetzt auch noch nicht jeden Angriff hier so richtig gemeistert von den Gegnern. Das ist doch nochmal interessanter, denke ich. Ach, verdammt, zu früh. Ah, okay, also nicht sofort hauen, sondern so einen kleinen Moment warten und dann erst. Okay. Und hier machen die wieder dasselbe wie sonst. Das ist ja kein Problem. Ist ja kein Gegner. So. Sehr schön. Aber jetzt da, wo jetzt auch der Plot jetzt mal wieder interessanter wird, wo jetzt mal so extrem viel passiert ist einfach mal. Und jetzt auch vom Gameplay wieder so ein bisschen gebalanceter wirkt. Das ist schon seit Bowser's Schloss so. Es wirkt einfach wieder mehr gebalanced. Auch der Bosskampf gegen Bowser Junior dort, der war auch schon... Der hat auch irgendwie mehr Spaß gemacht auch. Der war jetzt... Da hat man sich jetzt auch nicht so mega unfair bei gefühlt. Weil... Vor allem bei Ludwig und so, da waren ja teilweise Attacken. Da denkt man sich, woher soll man als Spieler erkennen, so direkt auf den ersten Blick? Das ist dann mehr so... Ja, du musst jetzt erstmal Schaden in Kauf nehmen. Ja, na gut, oder man kann auch den Abwehrreflex nutzen. Kann ich auch mal überhaupt mal in Betracht ziehen, dass ich den besitze. Hä? Was ist das? Ein Baum? Ist das der Baum aus Superstar Saga? Hä? Oder das war doch kein... Es ist König Buhu! Oh! Was? Und Luigi ist jetzt auch noch alleine.
mit Bohus in dem Wald, wo der am meisten Angst hat. Autsch! Kann ja nur Glitzerstern sein. Ich folge jetzt einfach mal der Stimme. Hilft mir jemand hier raus? Ist das Glitzerstern? Ich gehe mal von aus. Mach Luigi. Ja, was ist denn da? Ach, ich schaffe das doch eh nicht. Ah, okay. Ich habe Blätter im Mund. Ach, Luigi, wie schön, dass es dir gut geht. Luigi! Ich habe keine Angst, ich habe keine Angst. Ich verstehe, dass du Angst hast. Nein, ich habe doch keine Angst. Sonst sind ja gleich zwei Marios bei dir. Und jetzt bist du ganz allein gestrandet in einem Wald mit lauter Geistern. Gut, ich sollte vielleicht noch einmal üben, wie man Leuten Mut zuspricht. Hör mal, Luigi, du schaffst das. Ich weiß, dass du beide Marios retten kannst. Ich meine, komm schon, du bist schließlich fucking Luigi. Du bist so groß. Du hast einen tollen Bart, der nur angeklebt ist. Und sie haben sogar ein ganzes Jahr nach dir benannt. Das ist ja schön, die Anspielung. Also, zeig's ihnen, Luigi. Sieh es einfach so. Jetzt sind wir mitten im großen Luigi-Spiel mit dir als Held. Warum redet ihr immer von irgendeinem Spiel? Immer irgendwelche Tastenkombinationen und Menüs? Ich hab keine Ahnung. Hier, ich fühle doch noch ein ganz normales Leben. Ich bin doch keine Spielfigur, Mensch. Oh, das hat geklappt. Sag bloß, gut. So ist recht, Luigi. Oder auch nicht. Ich laufe jetzt tatsächlich ziemlich langsam und kann nicht viel machen. Was gibt's denn hier so? Das sieht so nach Paper Mario aus. Ich kann mich jetzt tatsächlich nur so langsam fortbewegen. Ist das denn wahr? Da kann ich auch nicht mehr zurück. Das heißt, ich kann nur nach vorne. Also nach oben. Da ist auch wieder was für Paper Mario. Kann ich bitte schneller gehen wieder? Luigi, ich weiß, dass du Angst hast, aber... wäre das möglich? Hier, hast auch Geld bekommen. Das müsste ihn doch irgendwie aufmuntern. Also es bleibt linear, denn ich kann ja auch nur noch hier entlang. Ist gut. Luigi. Oh, Feuer. Und der Wald brennt nicht. Oh, das wird wahrscheinlich noch interessanter. Was, wir haben auf Zeit. Ich denke mal, ich darf die nicht erwischen. Ach, dann dürfen... Ach, ach, schon wieder sowas. Und ich habe noch beim letzten Mal gemeint, ach, bitte wieder nicht so ein Abschnitt. Okay, ich muss noch erkennen, ab wann die mich erkennen und wann nicht. Hä? Soll ich erstmal hier entlang vielleicht? Achso, da kann ich ja drüber springen, wenn ich schlau bin. Das war noch gar nicht gedacht. Ja, Fledermäuse, kein Problem. Ich denke mal, hier ist es am besten. Oder kann ich da auch nicht entlang? Okay, aber jetzt weiß ich auf jeden Fall, wie das gedacht ist. Habe mich jetzt nur an der einen Stelle zu lange aufgehalten. Ich würde hier rechts entlang gehen, denn da blinkt es so blöd. Ja, ich wusste es doch. Da hat es so komisch schwarz geblinkt. Aber okay, es ist doch nicht so nerviges Zeug wie sonst mal mit diesen Schleichen. Sehr schön. Der Zaun. Der Zaun, der ist doch merkwürdig. Okay. Da fallen die Blätter so. Ich denke mal, das ist besser, wenn ich hier entlang gehe. Ja, perfekt. Das war jetzt eine coole Idee eigentlich mit den Geistern. Hat man jetzt besser gelöst als das andere Zeug. Da kann gerne mehr von kommen. Und ich glaube, da kommt noch mehr von. Ja, cool. Das war jetzt bestimmt nur Tutorial gerade. Oh, sieht tatsächlich so aus. Okay. 2 Minuten. Sieht schon mal so aus, als ob wir da nicht entlang kommen. Hier haben wir Flammen. Und hier noch mehr. Ach, Mann. Ach, ich falle auch noch ganz nach hinten dann.
Ah, das ist so blöd von der Perspektive. Das sieht man nicht so richtig. Wenn man jetzt 3D anhat, dann kann man das vielleicht besser erkennen. Ja, die Fledermäuse. Oh, was? What? Ich wollte nicht so weit. Aber ich glaube, ich soll lieber wieder ein bisschen zurück. Kann das sein? Nee, ich darf nur hier entlang. Die Stufen, die sind doch bestimmt alle verflucht. Mhm. Ah, okay, ich sehe es. Der ist dann nach da oben gegangen. Gut. Ja, doch, hier hat man so ein paar interessante Ideen noch. Dabei diese düstere Musik. Moment mal, ist es vielleicht besser, hier entlang zu gehen? Ach nee, da ist wieder was für Paper Mario und da spukt wieder so ein Buhu. Ach Moment, ich hab's geschafft, oder? Aber der Zaun ist bestimmt nochmal richtig scheiße. Die Lichter da links und rechts. Oh. Einmal durch. Danke. Ja, nice. Okay, ging leichter als gedacht. Machen wir weiter. Wieder so schön chillige Musik, aber jetzt kommt bestimmt noch mehr. Das ist Mario. Ist das der echte? Ich glaube nicht, dass das der echte ist. Ja, der sah auch schon so verpixelt aus. Ah, okay. Es geht also noch weiter. Ganz viele Marios. Die darf ich bestimmt nicht erwischen, weil... Wenn das ja in Wirklichkeit Buhus sind, die wollen es bestimmt nur Böses. Was aber wirklich so ein bisschen verstört, wie jetzt Luigi hier so tausende von leidenden Marios sieht. So ein bisschen krank ist das schon. War nur ein bisschen. Kleines bisschen. Komme ich da überhaupt wieder drauf? Vor allem, das sieht aus, als ob da dann so ein Galgen hängt. Fehlt nur noch der Strick. So ein bisschen verrückt ist das schon. Gehe ich jetzt einfach mal hier entlang? Nein, ich werde jetzt nicht den Block nehmen. Ich werde ja auf jeden Fall nochmal, wenn man wieder vereint ist, nochmal hier zurückkehren müssen. Hä? Da ist der echte, oder? Ah, okay. Aber die haben ihn in Ruhe gelassen. Gut. Denk mal, das ist der echte auch. Ja, nice. Aber es fehlt noch Paper Mario. Mario, ich bin ja so froh, dass es dir gut geht. Luigi und ich hatten es nicht leicht. Ach, was hat denn jetzt schon wieder ausgefressen? Ich war doch nur ein paar Sekunden weg. Wo Luigi ist, fragst du? Tja, sieh mal nach unten. Ach, das mache ich öfter. Der ist so ein guter Fußabtreter. Und ich lasse das auch noch zu und freue mich, dass ich den noch wiedergefunden habe. Naja, dann ist ja alles gut. Ach, ihr seid schon süß. Jetzt müssen wir nur noch Paper Mario finden. Okay, gut. Können wir denn jetzt auch wieder kämpfen, so richtig? Oh, dass ich das noch geschafft habe im Sprung. Wow. Ah, okay, eine Plattform. Und noch eine Plattform. Noch zwei weitere, meine ich. Jetzt haben wir so richtig wieder dieses klassische. Mario und Luigi eben. Die beiden. Hm. Ach, da ist er ja schon. So die Frage, ob das auch der echte ist. Ach, das ist ein Block für Paper Mario. Okay. Hm. Ach so, das ist hier so eine Leiter. Da kommen wir aber gar nicht mal so leicht dran, sehe ich. Wir müssen also den ganzen Weg hier an dem Fluss entlang. Und was ist das? Das sieht aber cool aus. Vielleicht kann man sich da noch reinbohren, dass da noch irgendwas passiert. Merke ich mir auf jeden Fall mal. Oh, die sind auch wieder Buhus. Aber zu zweit werde ich jetzt nicht gegen die kämpfen wollen. Das wäre jetzt ein bisschen blöd. Das mache ich lieber, wenn Paper Mario dabei ist. Auch schon allein wegen den Erfahrungspunkten. Deswegen will ich ihn jetzt einfach nur noch finden und dass wir dann erst das ganze Zeug uns hier angucken. Und hier gibt es Geld. So. Und da drüben haben wir dann Paper Mario.
Höchstwahrscheinlich. Aber andererseits, warum gibt es da eine Heilung? Eine Heilung ist ja oft so ein böses Omen. Wannapilz, DX. Okay, ich bin mir sicher, bestimmt passiert wieder irgendwas, eine Cutscene oder sowas. Man weiß ja nie. Vielleicht retten wir ihn jetzt auch direkt. Aber das würde ein bisschen schnell gehen, habe ich das Gefühl. Ich würde sagen, wir holen uns dann erst im nächsten Part Paper Mario. Ich hoffe, euch hat dieser Part gefallen. Seid beim nächsten Mal weiterhin dabei. Und bis dann.